Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute soll es mal darum gehen, was ist eigentlich der BDEW? Der BDEW ist der Brancheverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. E.V. sagt schon, das ist also eigentlich formell betrachtet ein Verein, aber natürlich ist es vor allem eine Lobbyorganisation, ein Branchenverband, eine Interessensvertretung für die deutsche Energie- und Wasserwirtschaft. Da sind also die meisten Unternehmen der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft organisiert. Nach eigenen Angaben sind das in etwa 1800 bis 1900 Mitgliedsunternehmen, die sich über diesen Branchenverband koordinieren und organisieren. Aber wie kommt erstmal diese Menge von Mitgliedsunternehmen zustande? Der BDEW ist ein Zusammenschluss von verschiedenen anderen Interessensvertretungen, die sich eben im Jahre 2007 gesagt haben, wir sollten das Ganze mal gemeinsam angehen. Diese vier Interessenvertretungen waren der Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft BGW, der Verband der Verbundunternehmen und regionalen Energieversorger in Deutschland VRE, der Verband der Netzbetreiber, VDN, und der Verband der Elektrizitätswirtschaft, VDEW. Die haben sich zusammengeschlossen und gesagt, gemeinsam schaffen wir es am besten, die Interessen der Branche zu vertreten. Und tja, das hat wohl auch ganz gut funktioniert, weil der BDEW ist immer voran, wenn es um Einfluss in der Politik, in der politischen Entscheidung geht, was die regulatorischen Vorgaben und die Gesetzesentwicklung bezüglich der Energiewirtschaft und Wasserwirtschaft so angeht. Das heißt, die sind da ganz nah dran, im Bundestag an Entscheidungen mitzuwirken und überhaupt die Meinung und die Meinungsmachung über die Energiewirtschaft mit zu begleiten. Aber vor allem haben sie auch noch mal ein paar richtig, richtig relevante Auswirkungen auf den absoluten Alltag der Energiewirtschaft. Denn gemeinsam mit den anderen entscheidenden Interessenvertretungen und Branchenverbänden der Energiewirtschaft, wie zum Beispiel dem VKU und Aetna und BNE und diversen anderen, veröffentlichen die Anwendungshilfen, die Umsetzungsfragenkataloge, die Dokumente rund um EDI at Energy, also die Anwendung von EDIFACT in der Energiewirtschaft, das machen die. Das kommt letztendlich von diesen Branchenverbänden und die veröffentlichen das eben super greifbar und hilfreich für uns im Alltag der Energiewirtschaft. Und das ist eben so eine Stelle, an der ich sage, super, dass es den BDEW und die anderen Branchenverbände gibt. Denn neben der Lobbyarbeit machen die auch richtig viel für den Alltag, wenn es darum geht, mal Dinge nachzuschlagen. Gleichzeitig sind die natürlich auch für ihre Mitgliedsunternehmen an viel mehr Stellen noch unterwegs. Das heißt, wenn man da Mitglied ist, hat man so einen eigenen Mitgliederbereich und kann dann nochmal auf ganz andere Dokumente und Austauschmöglichkeiten und Networkingmöglichkeiten zugreifen. Da gibt es natürlich auch Veranstaltungen, wo die Landesgruppen oder verschiedene Arbeitsgruppen zusammengeführt werden und da kann man sich super toll austauschen, alles klar. Bezahlt man natürlich eine gewisse Mitgliedsbeitrag. Aber ansonsten gibt es, wie gesagt, auch so ein paar schöne öffentliche Dokumente wie die diversen Anwendungshilfen und Umsetzungsfragenkataloge und so weiter. Das ist also der BDEW, der Branchenverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der größte Verband, die größte Interessensvertretung für unsere Branche. Da könnt ihr alles Weitere auf der Webseite bdw.de nachschlagen. Ich werde das unten verlinken. Habt ihr Fragen zum BDEW und was das so macht, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.